Einen wunderschönen guten Morgen von dieser Stelle. Ja, es ist gleich 9.30 Uhr. Der 20. Oktober ist heute schon. Also den Monat haben wir auch bald schon wieder mal geschafft. Und ja, ich begrüße euch hier zu der virtuellen Kaffeetasse Ungarns. Heute wieder live hier aus Győr, Westungarn. Und ja, jetzt muss ich mich gerade mal hier einwählen bei euch, damit ich euch auch Social Media mäßig sehe. Und auch lesen kann, was ihr hier so schreibt. Ja, an dieser Stelle auch allen anderen, die jetzt hier zugeschaltet sind, außer in Social Media, außer auf unserer Website. Es gibt noch viele, viele andere Magazine, die uns ja morgens hier streamen. Und habe mich gestern gefreut, auch zahlreiche Zuschauer auch aus Amerika dabei. Also, good morning, oder, nee, das ist ja noch gute Nacht fast, ne? Also, sie stehen da nachts auf, um uns hier anzuschauen. Unglaublich. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ah, so ein guter Schluck Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, oder? Also, los jedet, ich habe euch einiges mitgebracht und guck mal da, wir sind gerade mal noch nicht mal eine Minute on air und dann gibt es hier schon ca. 50 Kommentare. Ich glaube, das ist gut, oder? Das freut mich. Ja, an dieser Stelle vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir anfangen, vielen Dank an die ganzen, ja, gute Besserung gestern und so weiter, haben sich viele ja auch dann Sorgen gemacht. Was macht der Klavunder da? Was ist da los? Und ich kann euch sagen, ja, mir geht's gut. Ihr seht das heute frisch, fromm, fröhlich für euch da an der gut gedeckten Kaffeetassentafel und bin für euch da mit den neuesten Informationen aus Ungarn. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für eure Sorge und für eure gute Besserungswünsche. Hat mir sehr gut getan und auch dann wieder schnell in die Bahn gebracht. Also, aber trotzdem locker angehen lassen, wie viele gesagt haben. Das beherzige ich auch und werde das auch natürlich dann durchführen entsprechend. So, kommen wir zu den Zahlen. Offizielle Zahlen heute Morgen auf dem Tisch hier. Wir sprechen heute Morgen von 48.757 insgesamt positiv getesteten Personen hier in Ungarn. Das sind plus 989 zu gestern. Wir beklagen leider auch derzeit 1.211 Todesopfer in Ungarn. Das sind plus 38 zu gestern. Insgesamt sind derzeit 32.909 Personen aktiv infiziert und 24.780 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. 910.368 Corona-Tests wurden insgesamt durchgeführt. Das sind die offiziellen Zahlen heute Morgen hier auf unserem Newsdesk. Und dann fehlt uns noch eine Zahl und das ist die Forint-Währung. Genau, 365 Forint heute Morgen für den Euro. Das ist der Mittelkurs. Meist, also ich habe es gestern für 360 tauschen können. Auch natürlich schon spektakulär, wer dann Euro zu Forint tauscht. Andersrum ist das natürlich eine Tragödie. Ja, worüber spricht Ungarn denn heute? Wir hatten gestern so viele Bad News. Das macht einen auch, zieht auch ja ein bisschen runter. Trotzdem müssen wir ja darüber sprechen, ja, weil es liegt halt an und wir wollen ja auch alle wissen, was los ist. Aber trotzdem, heute habe ich euch ein paar schöne Sachen noch mitgebracht. Also ein guter Mix heute. Schnallt euch an, trinkt einen ordentlichen Schluck. Und dann starten wir in die Überschriften heute aus Ungarn. Ja, bleiben wir dann ganz kurz bei den Zahlen. Heute Morgen spricht man natürlich auch von einem Negativrekord. Gestern 15% von ca. 10.000 durchgeführten Tests waren da positiv. Ein neuer Negativrekord in Ungarn. Und damit befindet sich Ungarn auch im Mittelfeld im Moment der EU, was das Infektionsgeschehen angeht. Also hier befindet man sich so irgendwo da Richtung Mitte. Und ja, Viktor Orban hat ja auf dem EU-Gipfel da auch nochmal betont, dass man sich hier anschließt mit den Maßnahmen, die dann zu ergreifen sind. Und wir sind gespannt, wahrscheinlich kommen ja am Donnerstag neue Informationen, neue Maßnahmen. Gestern oder bereits schon am Samstag eigentlich offiziell gab es allerdings auch schon grünes Licht von Österreich, denn Österreich hat in der Form die Grenzen geöffnet, also von Ungarn nach Österreich, dass nun die Ungarn unbeschränkt einreisen können nach Österreich. Das spricht also ohne PCR-Test oder Ähnliches jetzt möglich ist. Das hat man gestern auch nochmal breit kommuniziert hier in Ungarn. Also die Ungarn können unbeschränkt einreisen in Österreich
Und somit hat man sich auf Länderebene, auf die guten Beziehungen und auf das gute Informationsgeschehen, Austausch der beiden Länder in Sachen Pandemie, in Sachen Corona-Infektionszahlen ausgetauscht, dass man hier im Prinzip die Grenzen in Richtung Österreich entsprechend für die Ungarn aufmachen kann. Ohne, wie gesagt, PCR-Test jetzt möglich. Ja, was gibt es sonst noch? Heute Morgen auch ein Thema. USA ist der größte Nicht-EU-Partner Ungarns in Sachen Wirtschaft. Und da habe ich mal so ein bisschen gestöbert hier. Insgesamt 1.000 US-Firmen geben ca. 106.000 Ungarn Arbeit. Das berichtet auch heute Morgen die Budapester Zeitung, die also da auch nochmal einen extra Artikel veröffentlicht haben. Und wir sprechen hier, und das finde ich enorm, über eine US-Auslandsinvestition in Ungarn von 11,6 Milliarden US-Dollar. Also wirklich eine ansehnliche Summe und ein starkes Engagement der USA hier in Ungarn. Und deshalb baut man auch hier weiterhin die guten Beziehungen zu den USA aus und hält auch hier ständig eine entsprechende gute Position zwischen den Ländern. Ja, sehr interessant. Also das wusste ich nicht. Also dass das wirklich so intensiv ist und wie gesagt, größte Nicht-EU-Partner Ungarns die USA ist. Ja, man lernt jeden Tag dazu, ja, auch bei der Kaffeetasse. Auch wir lernen jeden Tag dazu, ja, also wir wissen ja auch nicht alles, ja. Ist immer gut, wenn man welche kennt, die das wissen dann. Ja, schauen wir mal ganz kurz einen Blick auf das Wetter. Heute Morgen hat mich die Sonne geweckt. Wunderbar, wenn die Sonnenstrahlen da an der Nase kitzeln und man rausschaut und den wunderbaren Sonnenaufgang sieht, da den bunten Himmel Ungarns. Ich finde, in Ungarn ist er ganz besonders bunt, gerade an solchen Tagen, wenn es dann nachts ein bisschen kalt war. Und ich habe hier gerade auch nochmal so ein wunderschönes Wetterbild. Das schauen wir uns mal gerade eben an hier. Natschkanisa zum Beispiel. Ach, da hat es gerade ein bisschen geregnet, ja. Den Regenbogen dazu. Das sind so ungarische Momente. Ich meine, das hat unheimlich Stimmung, ja. Klar gibt es auch in anderen Ländern. Aber ich meine, in Ungarn hat das irgendwie eine ganz besondere Stimmung, oder? Also ich finde das so. Ja, Wetter heute besser, viel besser. Die Sonne scheint. Und wir schauen natürlich auf ein langes Wochenende. Denn ihr wisst, am 23. ist ja Nationalfeiertag hier auch und dann gibt es ein langes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag und ich kann euch sagen, die Prognosen sind gut. Wir schauen da auf so rund 20 Grad, die sich dann entwickeln, so ab morgen, da wird es dann richtig schön und sonnig und auch da in Sachen Hochwasser kann man Entwarnung geben, die Niederschläge haben aufgehört und jetzt geht es dann entsprechend dann auch besser wieder bergauf. In den goldenen Oktober sprechen wir ja. Ja, also wettertechnisch am langen Wochenende sieht es da gut aus. Dann habe ich noch eine Information. Gestern haben es vielleicht schon viele gehört, viele gelesen. Viktor Orban ist zum 5. Mal Opa geworden. Ja, er hat sein 5. Enkelkind gestern im Arm gehalten, der kleine Bertalan. Ja, und viele sagen ja, Mensch, was hat der da vor? Will der vielleicht eine eigene Fußballmannschaft heranzüchten? Hier ist er auf gutem Wege. 6 Spieler fehlen ihm noch. Den 5. hat er gestern, wie gesagt, im Arm gehalten. Viktor Orban zum 5. Mal Opa. Und ja, herzlichen Glückwunsch der Familie Orban für den Nachwuchs, den kleinen Bertalan, der dann gestern, oder vorgestern glaube ich schon, das Licht der Welt erblickt hat. Ja, viele haben sich gestern vielleicht gefragt, warum die Hauptstraße 75 komplett gesperrt war. Wir haben die Lösung, wir haben die Auflösung. Es war ein schwerer LKW-Unfall. Hier ist ein LKW mit Weizen umgekippt. Die Hauptstraße 75 von Lenti Richtung Herniek war aufgrund dessen komplett gesperrt. Der LKW, Feuerwehr und Bergungsunternehmen mussten den LKW hier mit ziemlich großem Gerät bergen. Daraufhin war fast den ganzen Tag diese Straße gesperrt und auch Informationen zum Fahrer, leicht verletzt, Gott sei Dank, nur hat es dann nochmal geschafft. Ja. Und ja, wahrscheinlich ein Moment der Unachtsamkeit hat dazu geführt, dass der LKW hier von der Straße abgekommen ist und dann auf die Seite gefallen ist. Ja, jo, es geht auch messetechnisch weiter in Budapest und da gibt es zum Beispiel derzeit in der
Hungexpo in der auf dem Ausstellungsgelände in Budapest, die Automotive Hungary International. Industrietage laufen derzeit, also alles rund um die Industrie ist hier vorhanden. In den Messehallen natürlich alles unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und natürlich reglementiert, wie viele Menschen dort rein dürfen, sich das anschauen können. Also Industrietage in Budapest laufen. Ja, eine Ausstellung ebenfalls, aber in Westprem. Ganz interessante Ausstellung. Habe ich auch ein kleines Bild für euch hier, glaube ich. Jawohl, da ist es doch. Ja, in Westprem gibt es eine ganz interessante Ausstellung. Für alle, die Kunst und Geschichte lieben, sollten hier mal einen Blick reinwerfen. Modjo Vilak heißt das Ganze. Im Desö Lasko Museum in Westprem. Dort gibt es Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen. Bis Juni 2021 wird die Ausstellung noch geöffnet sein. Ganz interessante geschichtliche Hintergründe, wie gesagt, von Ungarn zwischen den zwei Weltkriegen. Interessante Informationen und da ist es doch dann interessant, auch mal reinzuschauen. Ja. Bleiben wir noch mal ganz kurz, gehen wir noch mal zurück zum Wetter. Da habe ich ein wunderschönes Wetterbild heute Morgen von der Nachrichtenagentur MTI bekommen. Da schauen wir auch noch mal rein. Ja, das ist wohl zum Beispiel ein wunderschöner Blick von der Burg Chalgow und in Chalgow-Torjan. Das ist wunderschön dort heute Morgen mit einem wunderschönen Nebelboden, Nebeldecke. Hier kann man da also wirklich in die Ferne gucken. Das war heute Morgen ein ganz besonderes Bild. Wollte ich euch nicht vorenthalten, fand ich wunderschön. Auch das ein wunderschöner ungarischer Moment. Wir wollen ja über positive Dinge auch sprechen. Deshalb das Bild auch heute Morgen für euch hier. Ein Stück Ungarn bringen wir euch damit auch wieder dann mal nach Hause. Und noch ein Stück Ungarn habe ich. Und ihr wisst, im Moment findet das Kunstfestival statt in Budapest. Kaffee-Festival heißt das Ganze. Vom 9. bis 25. Oktober. Und da hat es gestern ein bisschen Lichtkunst gegeben. Schaut euch das mal an hier. Hier wurden dann teilweise Gebäude, auch unter anderem die Zitadelle übrigens, mit Lichtkunst ja, beschmückt, geschmückt. Und ganz interessant, deshalb gestern einige Gebäude in einem ganz anderen Lichtmantel in Budapest. Übrigens, wie gesagt, das Kunstfestival in Budapest noch bis zum 25. Oktober. Viele Veranstaltungen, Lesungen, Tanzwettbewerbe, Kunstwettbewerbe. Also alles, was rund um die Kunst zu tun hat, findet ihr in den nächsten Tagen auch noch in Budapest. Für alle, die noch da sind, ne? So, ich glaube, wir sind mit dem Gröbsten durch schon. Das waren so die wichtigsten Sachen. Ich schaue mal eben ganz kurz auf eure Kommentare hier. Quarantäne. Ja, ihr sprecht auch viel über Quarantäne noch. Da gibt es natürlich einige, die sich noch in Quarantäne befinden. Wir haben heute Morgen die Zahlen ja gesehen. Und gibt es auch viele Fragen, wie es immer noch an den LKWs, wie es an den Grenzen aussieht. Da ist es, wie gesagt, Richtung Österreich, habe ich euch das gerade erzählt, in Richtung Ungarn ist es gleichbleibend. Da muss man halt weiterhin noch abwarten bis zum, ja, eigentlich bis zum 1. November ist erstmal Stand der Dinge, dass alles so bleibt. Und vielleicht gibt sich ja Ungarn auch einen Ruck und dann auch an der EU anzuschließen. Da hat man ja gesagt, man will auf gar keinen Fall wieder Grenzschließungen innerhalb der EU aufsetzen und da wäre es ja dann vielleicht ganz gut, wenn Ungarn dementsprechend mitzieht und sagt, wir machen unsere Grenzen da auch wieder auf, denn wir sehen ja, dass durch den großen Zustrom von Urlaubern oder Touristen eigentlich keine große Gefahr ausgeht, wenn man sich an die Regeln hält und wenn man sich an alle Maßnahmen hält, dann funktioniert das eigentlich auch. Ja, so, ich nehme noch einen Schluck und dann haben wir heute zwei Geburtstagskinder. Ja, den will ich, warte ich jetzt nochmal mit einem Schluck, denn wir haben zwei Geburtstagskinder, da habe ich mir noch extra notiert hier, dass ich das nicht vergesse, nämlich der Otto Rau, der hat heute Geburtstag, der feiert seinen Geburtstag und der Dirk Bleschinski, ja, zwei Geburtstagskinder hier in der virtuellen Kaffeetasse und da sage ich doch nicht mal hier mit dem Kaffee, sondern da knallen gleich die Korken euch beiden, ich habe extra schon eine Flasche Shampoos hier klar gemacht, ja. Trinkt einen auf euch, ich trinke einen auf euch und mit einem leckeren Gürkchen dabei, ja, da machen wir uns richtig schick hier für euch heute Morgen ein besonderer Geburtstagsgruß hier an dieser Stelle, ja, Happy Birthday, Dirk Bleschinski und Otto Rau.
So, jetzt machen wir weiter. Heute ein bisschen bunt gemixt, unser Morgenmagazin hier. Wir holen jetzt den Hund hervor. Lass uns den Hund mal ganz kurz anschauen. Und zwar, jetzt muss ich mir den Hund hier hervorholen, ist es heute Morgen der Shaggy. Schaut euch den Shaggy mal an. Das ist Shaggy, ein Mischlingsrüde aus dem Tierheim Njerichasa. Und der Shaggy, der ist geimpft, gechippt, alles, was das Herz begehrt. Und ist wirklich eine Hundeseele, war leider auf der Straße, hat man auf der Straße aufgegabelt. Und super lieb, total anhänglich und verschmust. Und das ist auch ein Hund, der sehr gerne mit Kindern zusammen ist. Den führen zum Beispiel auch jetzt derzeit Kinder aus, gehen mit ihm spazieren. Und der braucht dringend jetzt auch irgendwo Anschluss. Am liebsten dann eine Familie mit Kindern, die dem Shaggy da ein neues Zuhause geben. Und der Nico hatte den Shaggy bereits hier schon in unsere Timeline in Facebook gepostet. Auf unserer Webseite erfahrt ihr mehr über Shaggy und wie ihr Kontakt aufnehmen könnt hier zu dem Tierheim, wo Shaggy sich derzeit befindet. Ja, und jetzt habe ich euch ja gestern versprochen, heute gucken wir ein bisschen mehr in die touristische Region. Gestern waren wir ja ein bisschen mager aufgestellt. Heute habe ich euch einen speziellen Tipp mitgebracht, den ich ganz interessant finde auch. Und wir schauen jetzt nochmal in Richtung Egger. Ja, ihr wisst, da waren wir schon öfters in der Region, aber ich habe eine interessante Geschichte gefunden da. Und zwar gibt es dort den sogenannten Magic Tower. Ganz interessant, ein Magic Tower. Das ist ein, ja, will man so sagen, so ein kleines Wissenschaftsmuseum. Da kann man ganz viele Experimente durchführen. Da kann man unter anderem die historische Kamera besichtigen, ganz viele Displays, die viel erklären. Man kann dort heiße Luft produzieren. Man kann interaktive Werkzeuge bedienen. Und hier sehen wir auch die Ausstellungsstücke, ganz interessant, ganz uralte Utensilien, wie man da früher so in die Sterne geguckt hat. Also letztendlich würde ich sagen, Physik besser verstehen, besser kennenlernen. Und das gibt es in diesem Magic Tower in Egger. Und rund eine Stunde kann man sich da aufhalten und wirklich interessante Dinge erleben, sehen. Kostet rund 5 € der Eintritt, aber für die ganze Familie eigentlich, weil es für jeden was dabei, ja, für jung und alt. Und wie gesagt, jede Menge zum Spielen. Und das ist doch wirklich, mich würde es interessieren, nochmal mir das nochmal anzuschauen, weil man wirklich viele Dinge da lernt, die man auch so vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Und das in schönen Ambiente und tollen Displays, sehr gut erklärt. Also der Magic Tower mit Sicherheit ein Geheimtipp, auch in der Region Egger, wenn ihr da unterwegs seid, ja, neben einer kleinen Weintour oder einem kleinen Naturausflug, einfach mal ein bisschen Technik, Physik kennenlernen und erleben, ja, weil alles kann man auch so ein bisschen spielerisch da erleben und selbst Hand anlegen. Also finde ich super. Und dann ist es natürlich klar, dass wir nach so einem Ausflug und nach so einer wichtigen Geschichte da auch wieder ein bisschen hungrig sind meistens. Ja? Und ihr kennt mich, ja, es wäre jetzt ein Wunder, wenn der Klawunder nicht einen neuen kulinarischen Tipp auf den Tisch zaubert jetzt. Und ich habe ihn heute wieder dabei. Was Gutes, Leckeres, Ungarisches. Ungarn wäre doch nichts ohne das gute Kulinarische, oder? Sagt doch mal ehrlich, Ungarn ist doch auch ein großes Stück Kulinarik. Und da entführe ich euch jetzt in ein wunderschönes Café. Lasst uns noch eine Kaffeetasse mehr trinken im Kish Siget Café und Bar. Das ist in der Kertész-Utca. Und schauen wir uns das mal an hier. Ein wunderschönes Café, ganz minimalistisch eigentlich eingerichtet, aber dadurch auch so einladend. Ihr seht das hier mit solchen Hängestühlen, mit solchen Hängesitzen oder wie man das nennt, ja, keine Ahnung. Ihr seht das unheimlich gemütlich, ja, das ist, man fühlt sich da so wie zu Hause. Ihr seht das wirklich ganz minimalistisch, aber ganz urig auch eingerichtet, das Kish Siget Café und Bar. Und kann man wunderbar frühstücken, also jetzt gerade bei Sonnenaufgang zum Beispiel lecker Stück Kuchen oder aber von den leckeren Sandwiches probieren. Die sind auch hervorragend da, also kann man wirklich nur empfehlen. Und die Kaffeespezialitäten exzellent. Und da kann man auch sagen, zum Beispiel der Coconut-Kaffee, ja, also auch ein besonderes Schmankerl dort. Wer also ein bisschen auch diese Kaffee
Café Vielfalt liebt, der ist dort gut aufgehoben. Und auch innen, wenn es jetzt mal ein bisschen frischer wird, ganz gemütlich, quasi wie im Wohnzimmer zu Hause, ja, kann man da echt ganz wunderbar sitzen, flanieren, außen im Garten und dann innen einkehren. Wie gesagt, leckeres Frühstück oder auch am Nachmittag das gute Stück Kuchen oder aber leckeres Sandwich. Ja, das ist ein wirklich guter Geheimtipp in Egger. Kiss Seagate Café und Bar. Haltet euch das auf dem Schirm. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei und denkt an mich, weil ich habe euch den Tipp gegeben. Ja, da werdet ihr euch freuen, weil es wirklich hervorragend, urig, gemütlich und so kann man frühstücken. So wie hier. Ne? Leckeren Kaffee trinken. So. Dann schauen wir nochmal Hollywood-Schaukel. Genau, der Begriff fiel mir gerade nicht ein. Also ganz viele Hollywood-Schaukeln stehen da im Garten. Ne, da kann man sich wunderbar reinhängen und ach, wunderbar. Ganz, ganz gemütlich, fast so wie mein Stuhl hier. Der hängt auch so ein bisschen. Aber vielleicht liegt das an meinem Gewicht, ja, dass ich hier so drin hängen kann. Nein, ich habe schon abgenommen. Hab 5 Kilo abgenommen. Ja, also funktioniert auch. Ja, bisschen Gewicht verlieren vor dem Winter, bevor man jetzt dann wieder sich dann wieder Winterspeck zulegt, also erstmal ein bisschen abspecken, dann ist man, fühlt man sich auch wohler. Ja? Also manchmal muss das sein, so eine radikale Kur. So, was haben wir denn hier an Informationen von euch? An Informationen, Wochenendausflug nach Ungarn, sagt der Klaus Stefan. Und dann haben wir einige Informationen hier auch. Genau, Fragen kamen gestern auch noch zum, wie geht's denn eurer Studiokatze? Ha, die Studiokatze wächst und gedeiht ebenfalls. Habe ich euch mal gerade so ein kurzes Bild mitgebracht. Gestern Abend geschossen. Schaut euch die Kleine mal an. Ja, da ist sie schon. Schaut mal, sie ist schon ganz zutraulich. Sie kommt schon zu uns und freut sich, wenn das gutes Futter gibt. Ja, in Nikos Häuschen schläft sie zwar nicht, weil da muss ich dazu sagen, wir haben ja noch so eine Studiokatze hier, ja, und die beiden haben sich jetzt zusammengetan, ein Herz und eine Seele. Die Kleine schläft jetzt in dem großen Häuschen von dem Großen und der Große schläft in dem kleinen Häuschen, das Nico gebaut hat. Ja, also, hervorragend, oder? Also Nikos gute Tat hat auf jeden Fall hier Früchte getragen. Die Katzen sind zufrieden, alles ist gut, die Wohnsituation ist geklärt. Und da haben wir doch auch wieder ein Stück ungarische Erfolgsgeschichte, einem kleinen Kätzchen hier ein schönes Zuhause gegeben. Hoffentlich lebt sie noch lange bei uns hier und irgendwann bringen wir sie dann mal hier mit in die Sendung. Dann darf die mitmachen, ja? Ja, so als virtuelle Kaffeetassenkatze. Ja. Gut, ja, Sven, sendet ihr am Freitag, fragt der Klaus Stefan. Am Freitag ist ja hier in Ungarn Feiertag und ich glaube, wir senden dann nicht dann, weil ja Feiertag ist. Ja, dann feiern wir auch, wie es der Tag dann auch, wie es der Name dann auch sagt. Und vielleicht gibt es irgendwas aus der Konserve dann am Freitagmorgen. Wäre dann ja vielleicht irgendwie. Da gucken wir mal. Da informieren wir euch noch, wenn es soweit ist. Wir haben ja noch ein paar Tage bis Freitag zu tun hier. Das ist ja manchmal dann auch ganz spontan. Ja, wir haben ein Herz für Tiere. Wir haben auch ein Herz für Geburtstagskinder. Wie gesagt, heute machen wir eine Flasche auf, ja, die Geburtstagskinder. Wir lassen die Korken knallen. Ich zeige extra nicht den Namen hier, ne, sonst heißt das wieder Werbung hier. Und wie gesagt, wir essen ein Stück Gürkchen für euch. Ne. Ihr wisst ja, Viktor Orban liebt auch die Gurken. Das hat er ja im Prinzip in Ungarn zu so einem Unikum schon fast gemacht, die Gurke. Und für mich ist es immer so ein kleines Schmankerl, so ein bisschen witzig auch die Sache. Ja. Lange haben wir nichts von Cecilia Müller gehört, ne? Oder? Doch, glaube ich. Ich glaube, gestern hat sie noch mal ganz, ja, ich muss gerade hier schauen, virtuelle Kaffeekatze, schreibt die Claudia Hetzel. Gute Sache. Die virtuelle Kaffeekatze. Interessant. Gut. Hervorragend. Machen wir. Wir machen daraus eine virtuelle Kaffeekatze. Heute Morgen habe ich noch mal, ich habe gerade gesagt, Cecilia Müller. Cecilia Müller hat ja lange nichts von sich hören lassen oder nur wenig spektakuläre Dinge. Gestern hat sie aber noch mal ganz klar betont, das war ja noch mal eine Aussage von ihr auch, dass sie ganz klar gegen Maskenpflicht in den Schulen ist. Weil sie gesagt hat, es kann nicht sein, dass unsere Kinder 6, 7 Stunden in der Schule sitzen mit der Maske, zu wenig Sauerstoff. Da kann man doch nichts lernen. Das hat sie gestern noch mal betont. Hoffen wir, dass das dann auch so bleibt bei ihrer Meinung.
dass die Kinder da wirklich nicht in der Schule die Maske tragen müssen. So, fehlt nur noch der Palinka dazu. Der Klaus Stefan ist auch schon gut dabei. Dann würde ich sagen, wir machen so langsam mal, gehen so langsam in den Endmodus hier rein. Wir befinden uns auf der Endphase unseres heutigen Morgenmagazins aus Ungarn. Ich fand schön, dass heute nicht ganz so viel Negatives war, oder? War doch eigentlich eine gute Mischung. Nicht zu viel so, ne, ach, diese ganzen, das geht einem auch so ein bisschen, ja, zieht einen immer so ein bisschen runter. Ne? Also heute fand ich eigentlich, können wir schön die Sonne genießen und schauen mal so, was draußen so los ist, die Natur noch bringt, ein paar Pilze sammeln vielleicht, ja, haben wir auch noch die Möglichkeit. Ja, die müssten eigentlich jetzt sprießen. Wenn jetzt die Sonne kommt nach dem ganzen Regen, müssen wir mal gucken. Vielleicht am langen Wochenende schön dann weitermachen. Virtueller Gurkentopf wäre auch ein Name, schreibt man auch hier gerade. Der Mike, der schreibt das hier auf Facebook. Ja, interessant. Ich glaube, wir kriegen heute einige Innovationen noch von euch hier auf der Facebook-Seite. Und das freut uns natürlich, dass er so gut dabei wird. Vom neuen Studio habe ich mich schon verabschiedet. Der Sven zieht nie um, sagt der Klaus Stefan. Wir haben das neue Studio ja schon in anderen Sendeformaten aktiv. Da sitze ich ja dann schon in dem neuen Studio. Nur die Kaffeetasse, die mache ich so gerne hier, dass ich mich noch nicht dazu durchgerungen habe, nach da hinten zu gehen. Ja? Aber vielleicht wird das auch in den nächsten Tagen mal so. Schauen wir mal. Okay, ich würde sagen, nehmen wir den letzten Schluck zusammen. Wünsche euch wirklich einen schönen Tag. Habe ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Ich habe euch, glaube ich, schon... siehst du, wird alt. Ja. Man wird alt und kann das Gedächtnis nicht mehr so zusammenhalten. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Macht was draus. Genießt die Sonne, wenn ihr denn hier in Ungarn seid. Ich weiß gar nicht, wie in Deutschland das Wetter ist. Oder in Österreich oder der Schweiz oder in Amerika. Keine Ahnung. Genießt es, macht was draus und wir sehen uns morgen dann wieder pünktlich, 9.30 Uhr. Ich hoffe, ich sehe euch alle und ich hoffe, ich sehe auch noch wieder ein paar mehr. Jeden Tag kommen ein paar Leute mehr dazu und erzählt auch vielen davon. Erzählt einfach mal, ey Mensch, wenn du morgens nichts zu tun hast, 9.30 Uhr, schalt ein die virtuelle Kaffeetasse. Lasst uns gemeinsam Kaffee trinken. Hervorragend. Gut, tschüss, bis morgen. Wir sehen uns, 9.30 Uhr.